Glück auf, guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach unserem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ganz besonders begrüßen wir zunächst einmal an dieser Stelle unsere Gäste vom Niederrhein, hier oben auf dem Podium, Cheftrainer Dieter Hecking. Herr Hecking, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich denke, ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie dieses Auswärtsspiel heute hier gespielt hat. Ich fand, dass wir schon in der ersten Halbzeit sehr souverän gespielt haben, überhaupt keinen Druck aufkommen lassen haben auf unser Tor. Das war sehr gut. Hatten in der Phase ein, zwei richtig klasse Angriffe, wo wir vielleicht mit ein bisschen mehr Entschlossenheit auch das Tor hätten machen müssen. Und dann haben wir eine Phase, die mich geärgert hat. Das war so die Phase 30., 40. Minute, ja, wo wir ja, die Bälle nicht festgemacht haben, Zweikämpfe verloren haben, dann Schalke Kontersituationen gegeben haben, wo wir uns unnötige gelbe Karten dann abholen mussten. Hätten wir die Fouls nicht gemacht, wäre es noch gefährlicher geworden. Also die beiden Spieler, die gelben Karten gekriegt haben, haben es richtig entschieden, da das Foul zu nehmen. Aber da war ich nicht mit einverstanden, weil das hätte das Spiel kippen können. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wieder souveräner hinbekommen, haben, denke ich, dann wieder über ein gutes Positionsspiel den Ball sehr gut laufen lassen, haben keinen Druck aufkommen lassen, waren selber vielleicht nicht so zielstrebig Richtung Tor, wie man es sich dann auch noch wünscht in der Phase nach dem Platzverweis. Ja, war es dann so, dass wir natürlich dann schon gemerkt haben, jetzt ist die Chance da, jetzt müssen wir nachlegen. Und das hat die Mannschaft dann auch auf dem Platz sehr gut umgesetzt, hat sehr, sehr gute Ballstaffetten drin gehabt, hat den Gegner immer wieder gezwungen, viel zu laufen und irgendwann ist die Lücke dann da. Ich sage, für mich als Trainer ist das 2-0 ein überragendes Tor, ist unspektakulär, aber es waren gefühlte 100 Ballkontakte, bis dann einer plötzlich sieht, jetzt geht der Raum nach vorne auf und dann machen wir das Tor. So dass ich natürlich sehr, sehr zufrieden bin mit dem, was meine Mannschaft hier heute abgeliefert hat. Und ja, das war's. Aus meiner Sicht. Vielen Dank, Herr Hecking. Domenico, deinen Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glück auf und guten Abend in die Runde. Ich glaube, dass der Sieg der Gladbacher ja ab der roten Karte spätestens da verdient war. Dieter, Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben sich die Teams neutralisiert. Die Gladbacher haben übers Zentrum gespielt, zwei, drei Situationen dann eben genutzt, um Torchancen zu kreieren. Entsprechend war auch der Plan, auch Lars Stindl kaum ins Spiel kommen zu lassen. Er hat in den letzten Spielen sich sehr gut da bewegt in diesen Räumen, in diesen Zwischenräumen, kann super den ersten Kontakt auch Richtung gegnerisches Tor mitnehmen. Das hat man eben in diesen zwei Situationen gesehen, ansonsten nicht mehr, muss ich sagen. Es war irgendwo neutral, es war so, dass beide Teams sich neutralisiert haben. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, haben trotzdem auch wenig Torchancen kreieren können. Das ist der Vorwurf, den wir uns machen müssen. Richtung erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang war es so, dass wir die große Chance zum 1-0 haben mit Marc Uth nach Vorarbeit von Suat. Und dann ist die rote Karte logischerweise spielentscheidend. Ab da war es dann für uns sehr, sehr schwer. Daher, wie gesagt, der Sieg aufgrund dessen auch irgendwo verdient. Danke. Vielen Dank, Domenico. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann darf ich ums Handzeichen bitten. Peter Müller beginnt und dann hier vorne. Herr Tedesco, es gab die Aufregung um den Freistoß vor der roten Karte, weil der Salif Sané den Ball mitgenommen hat ein Stück. Es waren ein paar Zentimeter mehr als zwölf Meter Unterschied zum Ort des Geschehens. Man kann das so sehen, dass man sagt, der Schiedsrichter muss das zurücklegen. Man kann aber auch sagen, der Spieler hätte den Ball ja nicht mitnehmen müssen. Wie sehen Sie es? Es ist mühsam, über sowas zu sprechen. Da bin ich eigentlich nicht der Typ zu. Es würde auch ein bisschen respektlos gegenüber Gladbach sein, dass wir dann dieses Spiel nur aufgrund dessen gewonnen haben. Das ist schwierig. Bei mir ist es so ein bisschen die Summe, die mir extrem wehtut für Schalke. Wir haben letzte Woche in Berlin 2-2 gespielt. Ein Spiel, das wir, wenn Rekik mit Rot vom Platz fliegt, nach 30 Minuten gewinnen würden, höchstwahrscheinlich. Zumindest ist mal die Wahrscheinlichkeit größer. Es ist die Summe. Wir wollten Schöpfi 8 Wochen vermissen, weil wir versucht haben, sein Band zu kleben in der Operation. Da gibt es so ein paar Methoden, die gut wären, wenn das Band noch existieren würde. Das Band war komplett zerfetzt. So, jetzt fällt er 4 Monate aus und hat Saisonende. Und das ist so ein bisschen die Summe von allem. Wissen Sie, in den ganzen Spielen passiert uns das immer wieder. Man kann über die Situation sprechen. Das sind 50-50 Situationen, aber diese Saison ist es extrem oft eben gegen uns. Deswegen ist es kein Vorwurf an gar keinen, aber für uns extrem bitter, extrem. Hier fahren wir die nächste Frage.
Herr Ecking, zwei Spieler, die Sie eingewechselt haben, machen die Tore vergangene Woche. Patrick Herrmann auch als Joker getroffen. Ist das im Moment ein glückliches Händchen des Trainers, verbunden mit einer guten Bank, die Gladbach hat? Ja, das ist ja dann, die Frage kommt ja dann, wenn man zwei Spieler einwechselt, die dann auch die Tore machen. Aber ich habe es eben gerade schon erklärt, es war einfach für mich, einfach von der taktischen Herangehensweise, dann wie sich das Spiel entwickelt hat, für mich die richtigen Entscheidungen, Strobel rauszunehmen, der gelb gefährdet war. Ich wusste, dass Domenico dann auf Konter spielen wird mit den schnellen Leuten. Ich wollte Strobel nicht nochmal in eine Situation reinbringen, wo er vielleicht hätte nochmal einen Foul nehmen müssen, dann wäre die schöne Überzahlsituation weg gewesen. Florian Neuhaus bewegt sich hervorragend in den Linien, gerade wenn eine Mannschaft dann sehr, sehr tief steht. Das waren die Argumente, auch Patrick Herrmann dann zu bringen, der uns in unserem Spiel dann mehr Breite gibt als Alessandro und Thorgan, die ja doch häufiger nach innen ziehen. Und das hat dann weniger mit glücklichem Händchen zu tun. Klar, wenn sie dann die Tore machen, das hat wirklich viel, viel mehr dann mit den mannschaftstaktischen Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass die beiden Spieler auf den Platz kamen. Aber natürlich auch Qualität von den Jungs. Also über Chris Kramer haben wir schon häufig gesprochen, über seine Rolle in diesem Jahr und dass uns das freut, dass er heute der Dosenöffner war für uns mit seinem Tor. Das freut jeden bei uns im Kader. Gibt es weitere Fragen? Doch, da vorne ist noch eine. Eine Frage noch zu Nico Elvedi. Er hat eine sehr wichtige Rettungsaktion gemacht, wie ich fand, in einer Kontersituation der Schalker. Können Sie so ein bisschen seinen aktuellen Wert für die Mannschaft noch mal beschreiben? Ja, ich finde, dass er schön unterm Radar ist. Ja, macht er richtig gut. Und hat für mich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, mit einer Abgeklärtheit, kommt fast immer ohne Foul aus. Hat ein richtiges super Stellungsspiel, kann mit seiner Schnelligkeit viele gefährliche Situationen bereinigen und macht das im Verbund mit Matthias und auch mit den beiden Außenverteidigern, machen sie es richtig gut. Aber gerade auch schon gesagt, die Arbeit fängt vorne an gegen den Ball. Und wenn man sieht, wie schnell wir mit 10 Spielern, die da am Ball sind, dann ist das auch wahnsinnig schwer gegen uns zu Torchancen zu kommen. Gibt es weitere Fragen? Keine mehr? Dann von mir abschließend noch die Auflösung für unser Tippspiel für Medienvertreter. Heute hat es einen Gewinner gegeben. Sitzt bei uns hier gerade aktuell in der ersten Reihe. Der Krümpelmann darf sich den Gewinn bei uns im Medienbüro abholen. Ihnen allen einen schönen Sonntag, unseren Gästen eine schöne kurze Rückreise. Vielen Dank.